Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das heutige Video ist kein Video aus meiner Standardreihe und auch etwas anders aufgebaut. Heute will ich euch mal erzählen, wie ich auf Star Wars gestoßen bin. Also lasst euch von mir in dieses Fandom entführen. Bereits 2018 habe ich ein Video von Star Wars Stories gesehen, wo er uns verraten hat, wie er auf Star Wars gestoßen ist. Dabei berichtete er von dem Computerspiel Die dunkle Bedrohung und wurde so dank seines Bruders auf Star Wars aufmerksam. Also ohne Jakobs Brüder würde es den Kanal von Star Wars Stories gar nicht geben. Aber wo ich dieses Video gesehen habe, kam bei mir die Frage auf, wie ich denn auf Star Wars gestoßen bin. Und heute wollte ich euch mal sagen, wie das Ganze geschehen ist. Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. Okay, halt. Nee, ich mach das jetzt doch. Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. Da war ich 9 Jahre alt und lebte nicht bei meinen Eltern. Es war so, dass ich in einem Laden, ich glaube es war ein Mediamarkt war, und mit einem Erzieher über Star Wars geredet habe. Ich meinte zu ihm, dass ich es nicht kenne und er sagte zu mir, dass ich etwas verpasse. Ich habe mit ihm zusammen angefangen, über die Episoden zu sprechen und anschließend natürlich auch die Episoden 1 bis 6 gesehen. Heute bereue ich es etwas, mit Episode 1 angefangen zu haben und ich finde das auch recht schade. Ich habe ihm damals vieles gefragt und er hat mir auch sehr viel erklärt. Er erzählte mir auch, dass er einen Millennium Falcon zu Hause hat und das hat mich schon sehr beeindruckt. Auch hatte ich in meiner Schule einen Lehrer gehabt, der so gut wie jeden Satz aus den Episoden nachsprechen konnte und ein totaler Star Wars Fan war. Von diesem Moment an war ich total begeistert. Es gab keinen Tag mehr, ohne dass ich keine Lichtschwertkämpfe mit Stöcken nachgestellt habe oder versuchte, die Macht zu nutzen. Und ich möchte euch sagen, ich habe gerne im Makashi-Stil gekämpft. Es gab auch keine freie Minute mehr, ohne dass ich über Star Wars geredet hatte. Selbst beim Essen sagte ich manchmal solche Dinge wie, warum kann die Milch nicht blau sein? Oder gleich kommt ein Alien und bietet dir etwas zu trinken an und fragt dich dabei, ob es dir Death Sticks verkaufen darf. Und ich habe damit einfach jeden genervt, aber es war mir damals total egal. Schon da habe ich leidenschaftlich gerne Theater gespielt und so lag es natürlich auf der Hand, dass ich auch mit Star Wars einige Rollenspiele gemacht habe. So war ich oft als ein Jedi unterwegs, auch wenn ich das Lichtschwert von Darth Vader besessen habe, beziehungsweise noch heute besitze. Im Laufe meiner Zeit als Star Wars Fan habe ich gesehen, dass es Star Wars The Clone Wars gibt. Da war ich mittlerweile 11 Jahre alt und das Star Wars Feeling war mit der Zeit wieder etwas abgeklungen, weil es für mich einfach nichts Neues gab. Doch dann habe ich Star Wars The Clone Wars für mich als neuen Anlass genommen, Star Wars nochmals als Riesenfandom zu feiern und habe auch damit angefangen, auf YouTube nach Star Wars Sachen zu suchen. So stieß ich auf etliche YouTuber wie Star Wars Basis, Phobix, Star Wars Stories und noch viele weitere. Während The Clone Wars habe ich auch die Charaktere Ahsoka Tano und Cad Bane völlig in mein Herz schließen können. Darüber hatte ich 2012, also im Alter von 11 Jahren, auch eine Geschichte geschrieben, wo Cad Bane das Holocron klaut und Greedo stirbt und die Optimus Prime, Entschuldigung wegen Transformers, der Republik stürzten. Damals in meiner Geschichte machte ich tatsächlich den Fehler, die Separatisten mit den Optimus Prime zu verwechseln. Aber gerade das hat irgendwie die Geschichte ausgemacht. Gerade das Star Wars Fandom hat mich in meiner Kindheit damals sehr aufgebaut und auch unterstützt. Oftmals geriet ich in meiner Kindheit an einige schwierige Situationen, wo ich einfach nicht mehr wollte. Doch einige Dinge aus Star Wars hatten mich damals dazu motiviert, nicht einfach aufzugeben. Und heute bin ich dankbar dafür und sehe mir Star Wars an. Dabei denke ich an die langwierige Arbeit, die George Lucas da rein investiert hat. Und mittlerweile freue ich mich sogar ein bisschen darauf, dass Disney Star Wars übernommen hat. Wobei ich 2015 von The Force Awakens doch ziemlich erschrocken war und dann noch mitbekommen habe, dass ich mein Idol Ahsoka
wohl so schnell nicht mehr wiedersehen kann, da The Clone Wars abgesetzt wurde. Mittlerweile habe ich natürlich Staffel 7 gesehen und mich total über ihren Weg gefreut. Noch vor einem Jahr hatte ich mir fest vorgenommen, Star Wars Rebels nicht zu schauen. Und da mir der Animationsstil nicht gefiel, hatte ich das vorerst auch gelassen. Jedoch habe ich dann auch gesehen, dass einer meiner weiteren Lieblingscharaktere, Grand Admiral Thrawn, mitspielt. Und so war für mich klar, dass ich auch Rebels schauen musste. Ich schaute also Rebels an und merkte, wie die Serie von Staffel zu Staffel besser wurde. Nachdem ich Rebels geschaut hatte und Resistance nun doch auch noch recht neu war, habe ich mich dazu entschieden, erst letzte Woche die beiden Staffeln durchzuschauen. Mittlerweile habe ich auch weitere verpasste Filme wie Solo, A Star Wars Story und natürlich auch Rogue One nachgeholt. Tatsächlich war ich über diese beiden Produktionen sogar echt erstaunt. Dieser Kanal hier ist selbst tatsächlich entstanden, nachdem ich The Last Jedi geschaut habe. Ich habe am 30. November 2017 angefangen, aber mein erstes Video erst am 9. Januar 2018 rausgehauen. Das war nun doch eine recht lange und auch umfangreiche Geschichte, wie ich damals auf das Star Wars Fandom gestoßen bin. Ich freue mich, wenn du mir auch deine Erfahrungen dazu in den Kommentaren schreibst, wie du zu dem Star Wars Fandom gefunden hast. Und hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum es für Star Trek Fans die schöne Bezeichnung Trekkies gibt und für Harry Potter die Potterheads, aber es für Star Wars Nerds etwas nicht gibt? Tatsächlich vermisse ich so ein einheitliches Wort, mit dem sich die Star Wars Community identifizieren kann. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Die dürft ihr natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn du Lust hast auf weitere Star Wars Videos, schau einfach mal auf meinem Kanal nach, was du da noch so interessante Sachen finden kannst. Und natürlich werde ich auch weiterhin immer mal wieder Videos für euch hochladen. Und ihr könnt mich auch weiterhin damit motivieren, indem ihr meine Videos anschaut, mir ein Like dalasst oder sogar folgt. Um nichts mehr zu verpassen, solltest du natürlich auch die Glocke aktiviert haben. Ich möchte mich jetzt tatsächlich regelmäßiger an einige Uploads setzen und hoffe auch, jeden Montag für euch ein neues Video präsentieren zu können. Doch bis dahin, möge die Macht euch leiten.